Ich liebe Schnee. Eine Geschichte der besonderen Art. 14. Dezember. Seit einigen Tagen schneit es bei uns dicke, schöne, weiße Flocken. Und auch heute konnte ich den ganzen Tag aus dem Bürofenster dem weißen Treiben zuschauen. Tja, und wenn es gar nicht mehr zum Schneien aufhört, dann ist es Zeit für eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich liebe Schnee. 8. Dezember, 18 Uhr. Es hat angefangen zu schneien, der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschweben. Es sah aus wie ein Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein fantastischer Anblick. Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Habe zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt und fühlte mich wieder wie ein kleiner Junge. Habe die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneepflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschoben. Also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Die Sonne hat unseren ganz tollen Schnee geschmolzen. Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar hat gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir werden definitiv eine weiße Weihnacht haben. Kein Schnee zu Weihnachten wäre schrecklich. Bob sagte, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaubte nicht, dass das möglich ist. Bob ist sehr nett. Ich bin froh, dass er unser Nachbar ist. 14. Dezember. Schnee. Wunderschöner Schnee. 130 cm letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln wieder aufgewärmt. Das ist ein Leben. Der Schneepflug kam heute Nachmittag wieder zurück und hat wieder alles zugeschoben. Mir war nicht klar, dass ich so viel würde schaufeln müssen. Aber so konnte ich wieder in Form kommen. Wünschte, ich würde nicht so pusten und schnaufen. 15. Dezember. 60 cm Vorhersage. Habe meinen Kombi verkauft und einen Jeep gekauft und Winterreifen fürs Auto meiner Frau und zwei extra Schaufeln. Habe den Kühlschrank aufgefüllt. Meine Frau will einen Holzofen, falls der Strom ausfällt. Das ist lächerlich. Schließlich sind wir doch nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als ich Salz streuen wollte. Tut höllisch weh. Meine Frau hat eine Stunde gelacht. Das finde ich ziemlich grausam. 17. Dezember. Immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war 5 Stunden weg. Musste mich in Decken einwickeln, um nicht zu erfrieren. Kein Fernseher, nichts zu tun, als meine Frau anzustarren und zu versuchen, sie zu irritieren. Glaube, wir hätten einen Holzofen kaufen sollen, würde das aber nie zugeben. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Ich hasse es, in meinem eigenen Wohnzimmer zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da, aber nochmal 40 cm von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr zu schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneepflug kam zweimal vorbei. Habe versucht, eines der Nachbarkinder zum Schaufeln zu überreden. Aber die sagten, sie hätten keine Zeit, weil sie Hockey spielen müssten. Ich glaubte, dass sie lügen. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaubte, dass sie lügen. Bob sagt, dass ich schaufeln müsse oder die Stadt macht es und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, dass er lügt. 22. Dezember. Bob hatte recht mit der weißen Weihnacht.
weil heute Nacht nochmal 30 cm von dem weißen Zeug gefallen sind. Und es ist so kalt, dass es bis August nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war zum Schaufeln und dann musste ich pinkeln. Als ich mich schließlich ausgezogen, gepinkelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln. Habe versucht, den Rest des Winters Bob anzufeuern, der eine Schneefräse an seinem Lastwagen hat. Aber er sagt, dass er zu viel zu tun hat. Ich glaube, dass er lügt. 23. Dezember. Nur 10 cm heute. Und es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Meine Frau wollte, dass ich heute das Haus dekoriere. Ist die bekloppt? Ich habe keine Zeit, ich muss schaufeln. Warum hat sie es mir nicht schon vor einem Monat gesagt? Sie sagt, sie hat, aber ich glaube, dass sie lügt. 24. Dezember. 20 cm. Der Schnee ist vom Schneepflug so fest zusammengeschoben worden, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte, ich kriege einen Herzinfall. Falls ich den Arsch kriege, der den Schneepflug fährt, ziehe ich ihn an seinen Haaren durch den Schnee. Ich weiß genau, dass er sich hinter der Ecke versteckt und wartet, bis ich mit dem Schaufel fertig bin. Und dann kommt er, mit 150 km/h die Straße runtergerast und wirft tonnenweise Schnee auf die Stelle, wo ich gerade war. Heute Nacht wollte meine Frau mit mir Weihnachtslieder singen und Geschenke auspacken, aber ich hatte keine Zeit, musste nach dem Schneepflug Ausschau halten. 25. Dezember. Frohe Weihnachten. 60 cm mehr von der, eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam der Schneepflugfahrer vorbei und hat mich nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm meine Schaufel über den Kopf gezogen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. 26. Dezember. Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Es war alles ihre Idee. Sie geht mir echt auf die Nerven. 27. Dezember. Die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen und die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember. Es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschneit. Die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember. Nochmal 30 cm. Bob sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich gehört habe. Für wie blöd hält er mich eigentlich? 30. Dezember. Das Dach ist eingestürzt. Der Schneepflugfahrer verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren, 25 cm vorhergesagt. 31. Dezember. Ich habe den Rest vom Haus angesteckt, nie mehr schaufeln. 8. Januar. Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Warum bin ich an das Bett gefesselt?